herzlich willkommen bei Renas Live. Heute gibt es einmal wieder die Loot Chest vom Monat August. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es diesmal sehr spät kam oder kommt. Denn wir waren eine Woche, also quasi wo die Loot Chest ankam, in Urlaub. Und dann habe ich euch noch zugebombt mit meinen Wedding Time Videos. Von daher konnte ich es einfach irgendwie nicht vorher online stellen. Aber ich hoffe, ihr habt immer noch Interesse daran und wir öffnen die jetzt mal gemeinsam. So, das da ist der erste Blick in die Box. Ich stell sie mal hier nebenhin und wir sagen, wir öffnen sie mal. Und zwar ist das hier ein Lucky You Poster von Suicide Squad. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das hier ist auf jeden Fall das Plakatsymbol. Ich werde es jetzt nicht öffnen, weil ich werde es auch eh nicht aufhängen, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier als erstes noch das Loot Chest Heft vom August. Dann haben wir hier eine Popfigur von Call of Duty Captain John Priest oder so. Ich mag diese Figuren wahnsinnig gern, auch wenn ich jetzt Call of Duty nicht spiele, aber trotzdem mag ich diese Popfiguren echt gerne. Dann haben wir hier etwas von Superman vs. Batman vs. Superman, so um. Wir öffnen das mal. Und zwar ist es ein Stift. Batman vs. Superman. Der hat hier vorn, also hier hinten, das ist so ein Touch-Ding, da kann man so auf dem Handy Touch-mäßig unterwegs sein. Ah, und ein Licht und ein Laserpointer. Also das ist Licht und das ist Laserpointer. Okay. Und ein ganz normaler Kuli. Okay, witzig. So, und da sind sogar noch Batterien mit bei. So, erstmal wieder richtig verpacken hier. So, dann haben wir hier noch ein Zelda-Schweißbändchen. Dann haben wir hier noch Magic Gum mit Pop Rocks saurer Apfelgeschmack. Also das sind wahrscheinlich wieder diese Sticks oder sowas, wo man da in so Brause tunken kann. Und geil, endlich mal was von Pokémon. Und zwar hier, sieht aus wie Team Blau, wie ein Pokéball. Hier sitzt ein Taubsi und da ist Ash mit einem Pikachu. Mega cooles Symbol und es sieht echt cool aus. Und ich bin mega happy, dass endlich mal was von Pokémon drin ist. Leute, das gibt's nicht. So, dann haben wir hier eine Gratis-Leseprobe zum brandneuen Marvel-Universum mit Spider-Man, Iron Man, den Avengers und endlich Deadpool. Ja, da kann man hier so Probe lesen. Und das war's leider schon mit der Loot Chest. Aber ich finde auf jeden Fall sind super coole Items drin. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback da lasst, welches Item zum Beispiel ihr ziemlich cool findet. Oder ob ihr zum Beispiel Call of Duty zockt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, bis dann. Tschüss.